Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 5 Royal. Beim letzten Mal haben wir eine kleine Party gefeiert. Naja, Party in Anführungszeichen. Wir haben halt in einem Restaurant gegessen, alle gemeinsam, und wurden da ziemlich blöd angeguckt von den ganzen Erwachsenen, die sich irgendwie besser gefühlt haben und so. Naja, jetzt wollen wir nach einem neuen Ziel suchen für uns. Die Phantomate, wie man da jetzt rechts sieht. Außerdem haben wir einen Diebesunterschlupf freigeschaltet und das ist neu. Das ist neu. Was ist das? Was mache ich hier? Und was will die mit dieser Maske sagen? Warum? Die macht mir ein bisschen Angst. Aber okay. Okay. Cool. Movie, da kann ich mir wohl Szenen angucken. Da kann ich mir Bilder angucken. Da kann ich Karten spielen. Das wurde mir auch schon gesagt. Warum? Also, ach ja, und die soll es ja jetzt auch geben. Stimmt, das ist auch noch ein neuer Charakter. Der noch nicht mal gewollt ist, direkt zu Beginn. Toll. Das habe ich ziemlich vermasselt. Ich habe tatsächlich Gas und Bremspedal verwechselt. Oh, das passiert mir auch manchmal. Wirklich. Naja, was soll's. Jetzt muss ich das reparieren. Gut gemacht, gut gemacht. Das sollte reichen. Okay. Also, brauchst du noch etwas von mir? Hat dich auch der Geruch angezogen? Nein, welcher Geruch? Wovon redest du und wer bist du? Oh, tut mir leid. Dann bist du auch gerade jetzt angekommen. Ich verstehe gut, wenn du nicht weißt, was hier los ist. Keine Sorge. Ach, dann ist in Ordnung. Ich weiß noch gar nicht, wer du bist. Solltest du nicht erst von der Story her angeführt werden? Bist du überhaupt von der Story her eingeführt? Oder bist du nur für diesen Raum hier da? Da steckt also hinter diesem Ort. Hä? Dieser Ort besteht aus den Kognitionen von Menschen wie dir. Bitte, warum erklären das überhaupt storytechnisch, dass das hier existiert? Warum kann das nicht einfach nur ein Bonusabschnitt sein? Ist es doch offensichtlich. Deine Erinnerungen und Gefühle werden hier gesammelt und dann entsprechend geformt. Ich bin wirklich froh, dass ich jetzt hier bin. Ich kann sicherlich noch viel lernen. Ich fand es schon so schlimm, dass sie diese Willenssamen jetzt in die Story integriert haben und storytechnisch erklärt haben, anstatt es einfach nur als Sammelobjekt dahin zu stellen. Weil ist es offensichtlich, dass man sich erst den Gedanken gemacht hat, was können wir das für ein Sammelitem einfügen, und dann hat man darüber nachgedacht, wie kann man das irgendwie storytechnisch noch reinbiegen, damit es irgendwie Sinn ergibt, dass das jetzt da ist, und es war wirklich unnötig. Gut, okay. Wenn du irgendwas nicht verstehst, frag mich einfach. Ja, mache ich dann. Also existiert der Charakter wirklich nur hier? Ich habe noch keine Ahnung, ich habe ihn nur in den Trailern gesehen, dass es existiert halt. Aber, naja, mal sehen. Im Diebesunterschlupf kannst du mit P-Medaillen verschiedene zusätzliche Inhalte kaufen und genießen. Durch Auszeichnung oder indem du Tycoon spielst. Tycoon? Was ist Tycoon? Okay, ich bekomme direkt irgendwas. Palast-Editor. Habe ich auch gerade schon gesehen. Was kann ich da bitte machen? Kann ich mir jetzt einen eigenen Dungeon sammeln? Achso, ich kann vielleicht auch einfach nur hier alles designen, wie ich will. Das ergibt schon mehr Sinn. Wenn du mit P-Medaillen Gegenstände kaufst, kannst du sie im Diebesunterschlupf lagern. Ja, okay. Kognitive Verbündete und Vertraute sprechen über deine Gegenstände. Oh, wie cool. Die sprechen darüber. Du kannst diese Dekoration je nach deinen Story-Fortschritt anpassen. Naja, okay. Interessiert mich nicht so sehr eigentlich. Platzieren, entfernen Gegenstände. Verbündete Gegenstände? Keine. Okay, ich sollte mir die erst kaufen wahrscheinlich, ne? Oder habe ich was? Dekors, komm, steht das Palast. Das ist ja schick. Das ist ja cool. Bestätigen, ja, klar. Noch was? Achso, das ist alles nur Dekor hier unten. Okay, das ist interessant, tatsächlich. Guck mir das noch an. Das ist ein bisschen kühl, ne? Ja, ich lasse das mal lieber so. Das ist schick. Jetzt fühle ich mich krass und wichtig. Mit den ganzen Rosenblättern in der Luft und so. Ich fühle mich fast wie so ein richtiger Kamoshi da. Ob das was Positives ist, okay, eigentlich nicht, aber naja. Da kann ich mir Musik anhören wohl? Ich meine, ist cool. Lass ich lieber, ich will mir keine guten Lieder anhören, weil bestimmte Lieder werden wahrscheinlich dafür sorgen, dass das Video nicht mehr monetarisiert wird. Nicht, dass es jetzt unfassbar wichtig ist für mich. Ich lebe nicht davon, nicht so ganz lebe ich davon, aber fast lebe ich davon. Trotzdem will ich es nicht noch provozieren unbedingt. Vor allem, weil es mir in Zukunft vielleicht noch mehr Stress geben könnte. Weiß man nie. Ich habe gerade etwas anderes als Promo-Videos gelesen, muss ich zugeben, aber ich weiß nicht, woran das liegt. Cool, die kann ich mir kaufen, die Sachen hier, ha? Ich mir Trailer kaufen. Warum soll ich mir Trailer kaufen? Die kann ich mir auch im Internet angucken. Verrückt. Ich kann mir das Ganze davon angucken? Ich meine, das ist so eine ganze OVA gewesen, oder? Wenn ich das gerade nicht verwechsel. Ja, und hier kann ich mir die Sachen angucken, die ich schon kenne. Jetzt Anime-Szenen.
Das ist auch cool. Okay, ja, das, warte mal, das kann ich aufnehmen. Man kann Sachen aufnehmen in Persona 5? Das ist ja crazy. Das konnte man früher gar nicht. Das ist nett, dass sie es jetzt erlaubt haben. Erstmal so ganz allgemein. Heißt natürlich auch, dass ich es wahrscheinlich hochladen darf, tatsächlich. Dass sie nichts dagegen haben. Vertrautenleistung, Lernleistung, Schulleben, überfressen erwünscht. Ach, das sind die Leistungen, das sind die Achievements, die man erreichen kann. Okay. Das gucke ich mir nicht genau an, aber das sind jetzt die Nook-Meilen, die es jetzt auch hier gibt. Alles geklaut von Animal Crossing. Alles geklaut. Ich weiß, das Spiel kam ja aber vorher raus, aber ist mir egal. Galerie ansehen. Ich gucke hier nur immer eben so durch, ne? Was existiert. Oh, Konzeptgrafiken tatsächlich auch und so. Ja, alle nicht freigeschaltet. Oh, das da. Okay, das sieht gruselig aus. Das sieht wirklich, wirklich gruselig aus. Ich will mir das eigentlich gar nicht so genau angucken, glaube ich. Könnte ich mir kaufen. Lass ich jetzt einfach. Ich meine, ich habe ja die Münzen nur hierfür, ne? Aber trotzdem. Heldenbild. Guck mal, das kann ich mir jetzt kaufen. Habe ich jetzt Geld für ausgegeben. Jetzt kann ich mir das angucken. Hu boy, ist das nicht großartig? HD aktivieren bitte. Das kann ich jetzt nämlich verwenden für... Weiß ich nicht. Aber ihr habt es auch gesehen. Kostenlos habt ihr es gesehen vor allem. Das ist jetzt das Ding dahinter, ne? Ich hab's kostenlos auch noch gesehen. Und hier kann ich Karten spielen. Okay, wir gucken uns mal kurz das Kartenspiel an. Ach, Tycoon, so heißt das Kartenspiel wohl. Ah. Versammle deine Gruppe und spiele Tycoon. Ein Spiel besteht aus 3 Sätzen. Dein Rang wird durch die Zahl deiner Punkte aus allen Sätzen bestimmt. Je nach Schwierigkeit und deinem Rang erhältst du mehr Pivot-Daten. Okay, das gibt's denn, ja. Ich wollte jetzt eher wissen, wie das Spiel funktioniert. Tutorials. Das ist ziemlich viel. Das ist ziemlich viel. Oh Gott, ich will eigentlich gar kein Kartenspiel spielen. Ich will wirklich kein Kartenspiel spielen. Ach, das ist dasselbe wie gerade. Tycoon Regeln. Die Zahl einer Karte entscheidet über ihre Stärke. Jede Karte muss die vorherige schlagen und die Anzahl der Karten im Spiel muss erreicht werden. Etwa Paare. Die schwächste Karte ist die 3, die stärkste die 2. Okay. Was mit all den anderen Karten? Ach so, es geht... Ah, es dreht sich einmal bis nach oben und dann fängt es wieder bei 1 an und geht bis zu 2. Warum auch immer. Wer Karo 3 hat, beginnt. Danach beginnt der Bettler alle folgenden Spiele. Okay. Ich will mir jetzt nicht alles runterschließen. Ich fange jetzt einfach an. Ich spiele jetzt einfach eine Runde und danach gebe ich auf. Ja, achso. Ja, danke. Das habe ich gerade gelesen, tatsächlich. Spielen wir einfach zum Spaß, okay? Nur zum Spaß. Ich will das auch gar nicht so sehr im Detail betrachten, das Ganze. Ich bin ja hier nicht in Trails of Cold Steel. Wirklich nicht. Da gab es mal ein cooles Kartenspiel in den ersten 2 Teilen. Im dritten Teil gibt es jetzt ein neues Kartenspiel und das ist schwer. Das ist schwer. Ich kann das nicht. Ich kann das wirklich nicht. Ha. Liegt jetzt das hier? Ist das taktisch klug? Ich meine, ich habe... Achso, 2 ist das Beste, ne? Ah, das ergibt Sinn. Ja, dann habe ich jetzt wohl verloren. Bekommt ihr jetzt alles? Ich verstehe es gerade nicht. Was habe ich getan? Habe ich was falsch gemacht? Wahrscheinlich schon. Egal. Liegt 5. Ich verstehe die Taktik dahinter auch gar nicht. Was? Okay. Beendet sofort. Passen. Okay, ich will nicht passen. Ich kann, das ist doch eine 3. Warum legt ihr denn nichts? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das Spiel nicht. Tut mir leid. Ich jetzt auch eine 8. Ach, da stopp. Beendet Züge sofort. Aha. Okay. Ich verstehe gar nichts, was ich hier tue. Wirklich nicht. Warum? Warum passt denn alle? Verstehe ich das Spiel nicht? Wahrscheinlich nicht. Nein, kann ich nicht. Natürlich nicht. Okay. Ich mach auch eine 8. Nee, nicht schon wieder. Warum? Das ist meine voll wichtige Karte zum 8er Stopp machen. Hätte ich mir vielleicht aufheben sollen, ha? Wahrscheinlich. 10. Oh wow. Ja, natürlich passe ich. Ich mach das voll klug. Ihr habt erst auch teilweise höhere Karten gespielt, damit ihr jetzt auch niedrige Karten übrig habt. Nicht so wie ich, der immer die niedrigste genommen hat. Ich kann gut Karten spielen, wusstet ihr das schon? Ja, schon. Bam! So, noch 3 Karten habe ich übrig. Ich glaube, ich gewinne hier trotzdem irgendwie. Ich weiß nicht warum. Weil ich immer nur das Niedrigste eigentlich nehme, fast immer. Wow. Habe ich gewonnen? Wie habe ich den gewonnen? Ich bin Millionär. Tycoon-Millionär. Ich hätte ernst spielen sollen direkt. Ich brauche noch Punkte dafür, dass ihr jetzt Paare und sowas habt, hä? Was, hat sie gewonnen? Achso, sie ist das zweiter Platz, oder? Achso, es wird schon vorgespult. Ich wollte noch mehr vorspulen irgendwie. Yuji ist dritter Platz. Und ja, du bist wohl der Bettler. Schade aber auch.
30 Punkte. Woo! Ich verstehe das Spiel nicht so ganz. Ich will aber auch nicht normal spielen. Also das war. Ich will raus. Ich will raus. Ich will entkommen. Lass mich rausgehen. Lass mich rausgehen hier. Was ist das denn? Oh nein. Achso, beenden ist auf Touchpad. Man sollte erstmal lesen, was man das machen kann, okay? Eine Münze erhalten, obwohl ich nur zum Spaß gespielt habe. Juhu, es hat sich so sehr gelohnt. Ja. Das gibt es jetzt jedenfalls. Also, holt euch besonders auf Royal, damit ihr Karten spielen könnt. Jederzeit. Ihr wollt also nicht jederzeit. Ihr müsst erstmal den ersten Palast schaffen. Aber danach dürft ihr jederzeit Karten spielen. Und könnt euch hier umgucken, könnt ihr Deko platzieren, die ihr später irgendwo noch herbekommt und kaufen könnt. Auch jetzt könnt ihr jetzt auch schon Deko kaufen, aber eigentlich will ich gar nicht so unbedingt. Also, ist ein nettes Feature. Werde ich ab jetzt wahrscheinlich ungefähr 0 Sekunden drin verbringen. Also, jetzt noch ein paar, weil ich noch drin bin, aber danach nicht mehr. Ja. Aber ich wollte es euch mal gezeigt haben und ich wollte es auch mir selbst mal gezeigt haben. Ne? Man kann ja nicht wissen, was man hier verpasst für groß und Spaß. Für groß und klein. Kartenspiel zum Beispiel. Gut, ich habe noch eine Nachricht bekommen. Ach ja, verschick das mal. Ich verschick mal das Jubelfoto, das ich heute gemacht habe. Wir feiern die Gründung der Phantomdiebe. Und das hier, dass wir dieses feine Restaurant gecrashed haben. Bekommen wir ein Bild geschickt, ne? Genau. Habe ich schon öfters auf Twitter jetzt ganz ehrlich gesehen. Leider gespoilert bekommen. Man kann jetzt Bilder geschickt bekommen. Finde ich ganz cool. Gab's früher auch nicht. Da gab's gar keine Bilder. Und daher, ja. Nettes Feature, auch wenn es jetzt keine großartige Sache ist. Kann ich jetzt noch was machen oder ist es jetzt doch zu spät? Okay, es ist immer noch nicht zu spät. Es ist anscheinend nie zu spät in diesem Spiel. Das ist unfassbar. Ich möchte mehr Dietrich haben. Ich möchte immer Dietrich haben. Ich brauche nämlich sowieso. Kann ich mehr machen? Oh, ich kann schon 3 machen jetzt. Okay. Dann mache ich auch gerne 3. Warum denn auch nicht? Bam. Habe ich noch einen Bonus bekommen gerade? Weil ich so gut war? Krass. Naja, gut. Dann haben wir das geklärt. Oh, noch ein Punkt. Wow, wie gut es einfach heute läuft hier. Ein richtiger Glückspilz bin ich. Wirklich. Oh, ich guck direkt bei Igor vorbei, hä? Na, wird ja auch mal wieder Zeit. Vielleicht gibt es mittlerweile ein paar Antworten von ihm. First off, I'd like to begin by congratulating you. To think our master would give words of praise. You better treasure this moment, inmate. You have encountered allies who share your ideals, and you have found your place in reality. The time has come. Your rehabilitation will soon begin. Was heißt das? I shall explain it to you now. Oh, wow, wirklich? Jetzt schon? Ich dachte, das kommt jetzt gegen Ende oder so. You have a special potential. However, that must be refined into a useful power. It is weak now, but refining it shall grant you the strength to stand against the coming ruin. That is the rehabilitation cast upon you. Kraft? Was für eine Kraft? It's time you learn something for once. Ich lerne doch alles. There are various means by which you may gain the power to resist the ruin. Fighting shadows and gaining experience is one way. Ich will nicht grinden. The fusion process I taught you prior is another. Fusionieren will ich auch nicht, das ist noch viel schlimmer, das ist nämlich kompliziert, muss man nachdenken und ich kann das gar nicht. Ich kann das wirklich nicht, ich kann damit echt nicht umgehen. Holy shit. This is all possible because of our master's guidance, inmate. Though it may be presumptuous of us, we have words of wisdom as well. When you're out in reality, you better hone your relationships with those you have contracts with. Spending time with those people will lead to the cultivation of your relationships with them. If you've got time to waste, you'd better visit your contractors, inmate. That is another source of power to evade the ruin that our master has mentioned. Richtig, weil meine fusionierten Personas dann mehr Erfahrungspunkte bekommen direkt. Thanks to the contracts you formed, your heart is steadily gaining the power of opposition. It seems the rehabilitation is going well. This is a truly joyous occasion. I shall grant you an ability befitting of your newfound growth. Consider it a gift. Nächster Rang, hä? Natürlich, Igor, natürlich. Okay, der redet wieder so langsam, doch ein bisschen. Ein bisschen redet es immer noch zu langsam. Also, Stufe 3, Kraftaufstockung. Ach ja, Personenvorrat auf 8 Plätze erhöht. Das ist jetzt angenehm. Sehr angenehm. 6 war doch etwas knapp bemessen, wie ich finde.
Ja, okay. The time has come. Return to your brief moments of rest. And don't forget to go talk to your contractor's inmate. Mach ich nicht. Verbringe immer Zeit mit meinen Freunden, oder worum geht's gerade? Manchmal wird eine Person, die du in der Stadt triffst, ein Vertrauter. Ja, das weiß ich doch. Hä? Als hätte ich das bis jetzt noch nicht gemacht, Spiel. Als hätte ich das bis jetzt echt noch nicht gemacht. Kein einziges Mal. Wow. Ich meine, da gibt bestimmt Leute, die es noch nicht gemacht haben bis jetzt. Aus irgendeinem Grund. Die vielleicht auch nicht auf die Idee gekommen sind, dann wirst du vielleicht nochmal angemerkt einfach, damit man das auf keinen Fall bis zum Ende des Spiels vergisst. I guess. Ich habe da gerade rote Sachen gesehen. Ich habe auch irgendwie vielleicht das Wort Mai gesehen. Vielleicht habe ich es eingebildet, aber vielleicht hängt es damit zusammen, dass wir jetzt Mai haben. Und, Gym-Class ist cancelled today. Instead, I'm supposed to give you some guidance. Gefällt mir auch gleich viel besser. Aber ja, im Mai sollte ja dieses Restaurant zum Beispiel eröffnen, ne? Vielleicht hängt es damit zusammen. Da können wir auf jeden Fall jetzt mal hingehen demnächst. The gist is, don't go around talking about the incident. That's all. The police are still investigating Mr. Kamoshida, so I can't say anything myself. As a teacher, though, I'm ashamed for not having noticed that a student was suffering like that. Eine Schülerin, eine einzige. I'm not defending him, but as a colleague, he just seemed like, well, a normal person. Honestly, it still doesn't feel real. I guess people can have multiple sides to them. The teachers have it rough, huh? Oh yeah, I just remembered something I learned about psychology. They say that humans have several different personalities hidden in their subconscious. Sogenannte Personas, die können sie auch heraufbeschwören und damit kämpfen gegen Schatten im Unterbewusstsein. Hä, habt ihr auch schon mal davon gehört? Different personalities? Kommt euch das bekannt vor? Kinder? Oh, to be clear, I'm not talking about multiple personality disorder. These different personalities can be a different gender or a different age from you. I mean, if you think about how gods and monsters and myths were first based on the human image, if you actually saw one of those personalities with your own eyes, it might look like a monster. Warte mal, hat sie gerade... Ich bin gerade verwirrt, was diese Aussage, die sie gesagt hat, heißen sollte. Hat sie gerade gesagt, dass Leute mit multipler Persönlichkeitsstörung keine Persönlichkeiten haben können, die ein anderes Geschlecht oder ein anderes Alter haben, sondern dass das die Besonderheit von... Ich bin gerade sehr, sehr verwirrt. You all seem more alert than usual. Weil ich meine, meine Personas können auch ein anderes Geschlecht haben als ich und ein anderes Alter und eine komplett andere Form. Did I finally talk about something that interests you? Well, I'm just saying what I've heard. It feels like I just now understood what I learned long ago. Super, krieg noch mal ein bisschen Wissen. Vielleicht steige ich es ja mal an, hä? Nein, reicht nicht. Okay. Aber gut, haben wir mal über Personas gelernt, obwohl wir das eigentlich schon wissen sollten, denn wir verwenden Personas. Wirklich. Also gerade wir haben mehrere davon. Im Gegensatz zu den anderen von uns, die alle jeweils nur einen haben, wie es ja auch normal ist. I want to make my friend apologize for not returning the stuff I lent him. Deal with that yourself. Hey, those girls. Was ist mit denen? You know that Phantom Thieves rumor about stealing Kamoshida's heart? I wonder if it's true. It's gotta be made up. Do you seriously believe they exist? But look what happened to Kamoshida. He probably just couldn't keep hiding it after that girl tried to kill herself. Yeah, you might be right. I guess there's no way they really exist. Most importantly, it seriously sucks that our school is going to be known for stuff like this. I wonder if it'll affect our college entrance. Ja, alle machen sich nur Gedanken über sich selbst, ha? For now, but they'll see soon enough. If we can take care of two or three famous guys, people will have to believe we exist. Wobei ich es verstehen kann, dass es auch schon lästig sein kann, aber es ist trotzdem komisch, oder? Ich weiß ja nicht. So about those big shots. We don't have any leads yet, right? Also, wie wär's mit diesem Künstler? Kennt ihr ihn? Madarame? Hab ich davon gehört. In der Zukunft. Threatening Kamoshida too. Looks like you'll just have to live a normal, honest school life for the time being. Still, make sure you stay prepared just in case anything comes up, alright? I'll keep an eye out for info on any big shots that might be coming around. Das klingt ziemlich langweilig irgendwie. And I'll try to dig up some dirt online. We went and formed the Phantom Thieves group, but we can't even find a target. There, there. I guess sometimes things just don't go the way we want them to. Ja, ja, Ryuji. Mecker du nur, mecker du nur. Excuse me. Stimmt, das kommt ja jetzt auch schon.
Stimme einer Schülerin. Did you wish to see me, Principal Kobayakawa? You saw the state Kamoshida-kun was in, didn't you? It's as if his personality has completely changed. Something is definitely wrong here. I'm not sure I follow. From what I've heard, it appears as though some students were meddling in his business. If they did something to him, who could they be? Are you saying that these students may have caused Mr. Kamoshida to change? That is what I wish to know, even if it takes some probing into student matters. I would like you to look into this for me. It is true that there are many rumors regarding Mr. Kamoshida. Do you mean all of this talk about those phantom thieves? It is undeniable that Mr. Kamoshida has changed in some way. I'd like to have a grasp of the cause. This shall also ensure that I handle the mass media and police in the correct fashion. Oh. I will continue speaking to Mr. Kamoshida myself. Unless you find whomever did this, these irresponsible rumors will likely never die down. Don't you agree? You have been at the top of your class since day one. Your conduct is good, and teachers favor you. I could write you a recommendation for any college of your choosing, Makoto Nijima. Thank you. Your lineage must certainly play a part in this excellence. Your sister is still young, yet she holds an admirable position at the public prosecutor's office, no? Wer könnte das bloß sein? If something disappointing were to happen here, that wouldn't reflect very well on your sister. Ja, so ein Arschloch, so ein lächerlich aussehendes Arschloch auch noch. Do you understand? Yes. Es sieht einfach aus wie so ein Ei. Es tut mir leid, aber es ist so. It's no wonder you're our student council president. I'd appreciate if you'd look into this as soon as possible. I ask that you begin at once. Yes, if you'll excuse me then. Ach ja, Makoto. Mein Liebling immer noch. Noch. It's me, sir. My apologies for troubling you at such a busy time. Auch wenn ich ihren Konflikt diesmal nicht beenden werde, wahrscheinlich. Aber hey, aber ich mag sie immer noch. Ändert sich auch nicht dadurch. Yes, it's about the matter we discussed earlier. I have all bases covered. The investigation will begin immediately. Of course. Yes, I will get results. I should be able to update you soon. Well then, I must be going. Thank you very much for your time. Er macht das also auch nur für irgendjemand anderen, dass er jetzt irgendwie Ermittlungen anstellen will. Scheinbar auch nicht ganz freiwillig, so wie es klingt. I guess. Hey, du. Ja, hey. Have you seen that Phantom Aficionado website? Tatsächlich. Ich habe davon gehört. I'm the one who started it. Oh. Wie cool. You guys are the Phantom Thieves, aren't you? War das so offensichtlich? Verdammt nochmal. Was? Sorry. Although, if things really are as I think, I should keep it a secret. Kamoshida used me, and I did some horrible things to you guys. This isn't much of a way for me to apologize for it. But if there's anything I can do to help, just let me know. Ist ja super, aber ich meine, das ist ein Missverständnis und so. Hat damit nichts zu tun. That's all I needed to say. It's not just Kamoshida. There are tons of evil adults out there. But I'm sure the Phantom Thieves will do something. They can't let this end after just one target. That's why I wanted to make a forum where people could post their problems. There are probably a lot of people who have high hopes for the Phantom Thieves' next move. Aber die posten irgendwie alle nur ziemlich irrelevante Probleme, habe ich das Gefühl. I've also implemented an anonymous poll on the site. Ja, das habe ich gesehen. Do you believe in the Phantom Thieves or not? 6,7% immerhin. I want to work on this forum, so eventually it'll be packed with tons of supportive posts. I'd really like to help out in the Phantom Thieves' acts of justice. Can I? Meine, mach was du willst. Das ist nicht mein Problem, wirklich nicht. Yeah. Ich glaube, Mishima hat übertrieben hohe Erwartungen. Übertrieben hohe Erwartungen sogar, ja. Ja, der ist so unser Marketing-Experte ab jetzt. Also nicht so ganz
von uns aus halt. Also wir wollen das nicht so wirklich, aber macht's halt einfach. Weil er will, weil er Lust drauf hat. Besides the public's reaction to your group, there were others who supported you. Someone who enthusiastically cheered the Phantom Thieves on. Perhaps they were quite close. What do you have to say to that? Ja, er war wirklich nervtönend. Er war wirklich, wirklich nervtönend. Ich gebe es zu. Ich gebe es vollkommen zu. Ich mag den Charakter auch absolut nicht. Der Mond-Persona. Ja, ich habe den Konflikt auch komplett beendet damals. Werde ich euch also nicht nochmal zeigen, aber er ist halt ein Arschloch. Also ich mag ihn nicht. Ich mag ihn wirklich nicht. Mishimas Unterstützung. Damit kann die Verstärkung EP erhalten. Ach ja. Ach ja, das ist relevant. Tatsächlich. Doch, den muss ich leveln, den Confidant tatsächlich. Das ist das, also vielleicht versteht man den Satz, der da steht, nicht so wirklich, aber das bedeutet, dass auch Charaktere, die nicht gerade in der aktiven Party sind, sondern halt abseits davon dabei sind, weil wir sind ja dann irgendwann mehr als 4 Charaktere und wir können ja nur 4 Leute in der Party haben, ja, die bekommen dann halt auch Erfahrungspunkte. Und das ist halt sehr, sehr nützlich, weil sonst muss man die ja logischerweise immer wieder austauschen, um alle irgendwie gleich Level zu halten. Das war halt so in Persona 3 zum Beispiel ein Problem. Da hatte ich dann Charaktere, die waren 30 Level unterlevelt. Ungefähr. Dann habe ich die halt einfach nicht mitgenommen. Ich habe die auch nicht mehr nachgelevelt. Warum sollte ich? Aber wenn ich sie dann mal von der Story mitnehmen musste, dann... ja. See you. Auf Wiedersehen. Deswegen ist es eigentlich schon sehr, sehr nützlich, dass es das jetzt gibt. We heard all that. Und jetzt ist es halt erstmal nur ein kleiner Teil, den die an Erfahrungspunkten dazu bekommen. Aber irgendwann hat man es dann halt so weit gelevelt, dass die auch 100% der Erfahrungspunkte bekommen, ohne dabei zu sein. Und das ist dann schon ganz, ganz nett. Jeez, was a little awkward trying to figure out when to walk over here. So that forum is Mishima-kun's. Has he figured out our identities? Even ja, so, irgendwie schon. I think it'll be fine. He seemed to be playing it cool. Ja, ich meine, er wird es nicht verraten wahrscheinlich, aber trotzdem. I guess we should have a little chat about this later. Die Tatsache, dass irgendjemand schon bemerkt hat und uns erkannt hat, sollte eigentlich aussagen, dass wir bisher schon ziemlich offensichtlich gehandelt haben irgendwie. I will say though. A forum where people can post problems may prove unexpectedly useful. Anyways, we gotta get looking for a new target. And we need to stay sharp until we manage to find one. Once we do, we'll have to head into another palace. So we should prep our equipment and... Wait! Oh, crap! What's with you? Don't we have an exam coming up? Oh shit, was? Nein, oh nein. Guide, alles gut. You're going to struggle this time too. It's not like you're any better. All you're good at is English. I'd rather that than be bad at every subject. Even your Japanese is questionable at best, Ryuji. Holy shit. What's questionable is whether you're really even a human. Ooh. Good comeback, huh? Ja, tatsächlich, total gut. Das ist nicht mal Fäuste. Das war gut gekontert. So, das war schön. Alles. Bis wir unser nächstes Ziel haben, ziehen wir besser keine Aufmerksamkeit auf uns. Also ja, wir haben wieder Freizeit jetzt einfach, denke ich mal, zwischen den Zielen. Bis du dieses Ziel erhältst, kannst du in der Stadt Verschiedenes erledigen. Klar kann ich das. Wie immer. Ja. Also mache ich einfach weiter wie bisher. Die Besonderschlupf aktualisiert. Das ist toll. Ich hoffe, das wird mir jetzt nicht immer angezeigt. Das wird mir immer angezeigt, oder? Wahrscheinlich schon. Also, ihr wollt direkt Zeit verbringen. Noch irgendjemand? Irgendwo vielleicht? Ich sehe schon 2 Karten. Ach, Ahn kann ich jetzt anfangen. Klar. Ich glaube, ich gehe erstmal Takemi steigern. Weil, warum auch nicht? That's the key to this place. Endlich. You get to lock up from now on. I can't keep waiting for you to come home. Wobei, selbst wenn ich endlich sage, eigentlich früher als erwartet. Ich dachte, das kommt erst viel später. Also zumindest noch so 2-3 Monate später. Don't start any fires, okay? Okay, 2-3 Monate vielleicht nicht, aber 1-2 Monate, sagen wir mal. Ja, ich will ja nicht gleich übertreiben. Aber trotzdem dachte ich, dass es direkt nach einem Monat dazu kommt. Also ja, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, wir können jetzt komplett frei rumlaufen, auch am Abend. Wodurch wir natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten haben, abends unsere Zeit zu verbringen. Zum Beispiel mit, das war nicht die richtige Taste. Gibt's Confidants? Gibt's Confidants. Ach ja, genau. Ivy und der Straßenräder auch schon, aber beide doch grau. Aber grau heißt nur... Oh, das ist gerade die Frage, was heißt grau nochmal genau? Kann verschiedenes heißen. Weil
wenn ich den schon angefangen habe und die grau sind, heißt das, dass ich erstmal irgendwelche Statuswerte erhöhen muss und so weiter und so fort. Oder sowas in die Richtung jedenfalls. Aber ich glaube, wenn sie nur grau sind erstmal, heißt das, dass ich die anfangen kann, weil ich sie halt noch nicht angefangen habe. Du hast sie irgendwo gefunden. Ich habe nichts damit zu tun, verstehst du? Ich habe sie nicht gesehen oder angefasst. Ich weiß nichts darüber, ist das klar? Oh, danke. Wenn das so ist, geheim. Mach dann Schaufensterbummel woanders. Hey. Im Kämpfer Palast sollte die modifizierte Modellwaffe nützlich sein. Fragen wir ihn, was in der Tasche war. Er beruhigt sich, frag ihn einfach. Habe ich schon genug Guts dafür? Nein, ich glaube nicht. Okay, wir brauchen noch mehr davon. Dann geht das andere auch nicht. Denn ich glaube, dafür muss ich erstmal irgendwo arbeiten gehen. Das war das. Für den Straßenräder muss ich irgendwo einen Job anfangen. Ich weiß halt nicht mehr, wo genau. Und ich weiß auch nicht mehr wie. Wir können aber mal ganz kurz nachgucken, wo das möglich ist. Müsste hier unten... Achso, nicht da. Ich fahr mal dahin. Dann geh ich mal runter. Ist das da? Ich glaube, das müsste unten sein, ja. Da muss man erstmal einen Job annehmen. Da gibt es solche komischen Aufsteller mit Jobangeboten. Hier. Hier, ne? Genau, Jobmagazin. Aha, die erhöhen auch Werte. Genau, aber ich würde gerne einen Job anfangen bei... Oh Gott, hier ist jetzt ja anders. Oh Gott. Lerne für andere zu sorgen. Aha, das will ich nicht. Das ist alles nicht das Richtige. Ich weiß ja nicht mehr, was das ist. Aber das ist auf jeden Fall nicht das Richtige alles. Gibt es auch andere Angebote oder sind das überall dieselben? Shit. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Das müsste ich mich... Da müsste ich mich wieder drüber erkundigen, weil das sind nicht mehr dieselben Orte, glaube ich. Man muss ja, glaube ich, bei dem Beef Bowl Ort arbeiten. Oder war das in Persona 3? Hieß der Ort da so? Da konnte man nicht arbeiten, aber den gab es, oder? Ich bin gerade verwirrt, ob ich Sachen verwechsel. Ich müsste mich erkundigen, ich habe keine Ahnung. Also, werden wir jetzt einfach erstmal... gar nicht die Aktivitäten, die wir hier so haben, nutzen. Oder wobei, können wir jetzt zum Burgerladen vielleicht gehen? Oder zum Restaurant? Eins von beidem? Ich kann beides mal gucken. Gibt es jetzt hier mittlerweile die Burger-Challenge? Weil die gibt es. Die existiert. Die haben wir letztes Mal noch nicht existiert, als ich hier war. Habe ich auch rausgeschnitten deswegen, weil... Genau. Im Moment bieten wir gerade die Big Bang-Herausforderung an. Mhm. Wobei, ich bin jetzt gerade zurück. Bei der Big Bang-Herausforderung vergeht Zeit, aber sie verbessert auch deinen Mut. Genau. Damit es dir gelingt, brauchst du Wissen, Können und Mut. Genau. Warte mal, Wissen, Können und Mut habe ich... Nee, Wissen habe ich nicht. Wissen habe ich nicht. Also mit anderen Worten, das geht noch nicht. Noch alles auf mindestens Stufe 2, bevor ich das erste Mal machen kann. Und dann halt auf 3, bevor ich das nächste machen kann, weil das hat dann mehrere Stufen. Wurde mir auch in den Kommentaren geschrieben. Habe ich ganz vergessen. Gerade komplett ausgeblendet. Aber ja, nur damit ihr wisst, es existiert jedenfalls diese Challenge. Die ist auch ganz gut. Was ist das hier? Oh, Straßenverkäufer. Kann ich jetzt das Wars kaufen? Deinen Charme kann ich dir derzeit Folgendes anbieten. Achso, mein Charme bestimmt darüber, was ich kaufen kann bei ihm. Reflexionsspiegel, ein Spiegel, der Vergeltung übt. Hammer Boost. Und Mudo Boost. Das ist sehr, sehr cool eigentlich alles. Meine Hammer und Mudo habe ich ja noch nicht. Das sind solche Attacken, die Gegner one-hitten können. Aber halt nur mit einer bestimmten Chance. Die relativ niedrig ist meistens. Ha. Trotzdem erstmal noch nicht, aber der ist nicht immer da, oder? Ich glaube, der ist jetzt zufällig da, weil den habe ich sonst noch nicht gesehen. Also das Symbol auf der Karte habe ich vor allem noch nicht gesehen, die anderen Tage. Ich glaube, dass ich hier arbeiten muss. Wie heißt, also für den Confidant, Udon Restaurant, wie heißt das denn? Ah, Oreno Becco, da muss ich arbeiten. Okay, okay, wir fangen jetzt einen Job an. Ich habe es mir anders überlegt, wir fangen jetzt doch einen Job an. Bam, und gehen sofort arbeiten, falls es geht. Oreno Becco. Ja, wir haben mich... Ich habe auch schon total viel können. Nehme ich natürlich auch an, weil ich bin ja schon unfassbar qualifiziert. Findest du uns ganz am Anfang der Central Street. Hoffentlich bis bald. Ja, zum Beispiel bis heute sofort. Heute sofort. Wähle den Kalender aus, um zu überprüfen, an welchen Tagen du in deinen Teilzeitjob arbeitest. Aber ich muss da ja nicht hin, ne? Also das ist halt das Wichtige daran. Das ist das Tolle an den Jobs hier. Man muss nicht arbeiten. Achso, ja, steht da nur, dass ich da hin kann, an welchen Tagen, genau. Aber das sind doch die meisten Tage, würde ja ziemlich viel Zeit verschwenden, wenn ich da jetzt immer hin müsste, aber muss ich nicht. Also das ist ganz unterhaltsam, weil so funktionieren Jobs das natürlich nicht in der Realität vielleicht. Also habe ich gehört, ich habe keinen Job mehr, aber habe gehört, das ist nicht so. Aber hier in dem Spiel ist es so, dass man immer hingehen kann, wenn man gerade Lust hat und wenn nicht, dann halt nicht. Also ist eigentlich ganz nett, finde ich persönlich. So, dann können wir jetzt arbeiten gehen. Und da muss man sich tatsächlich auch Sachen merken. Das ist schwer eigentlich, also für mich persönlich, weil ich bin nicht so gut im Merken. So, rein da. Aber mit einem Gyudon-Restaurant vergeht Zeit, du erhältst aber nicht nur Geld, sondern verbessert auch deinen Könnenwert. Ach, tatsächlich. Genau. Und beim zweiten oder dritten Mal oder so müsste dann dieser komische Redner vorbeikommen und dann kann man seinen Confidant anfangen. Irgendwie so war das.
Vielleicht aber auch erst ab einem gewissen Datum. Du bist die neue Aushilfe, richtig? Hab schon auf dich gewartet. Keine Zeit für Vorstellungen. Du solltest gleich mit der Arbeit anfangen. Hast du irgendwelche Fragen zum Job? Nee, nicht wirklich. Ich kann das. Okay, ich war eben weg. Pass auf den Laden auf, bis ich wieder hier bin. Mach ich ganz allein. Ich hab zwar keine Ahnung, was das für ein Job ist, aber ich bin einfach jetzt auch hier. Also von daher, dieser Job ist lächerlich. Du musst von Anfang an alles selbst machen? Ja, genau. Immerhin sehe das nicht nur ich so. Ja, du wirst wohl einfach dein Bestes geben müssen. Ich freue dich an. Hey, das ist alles fertig. Es verbrennt, wenn du es noch länger kochst. Der Kunde dort will etwas mitnehmen. Wann sollen wir das denn zubereiten? Alles gleichzeitig halt. Du musst mir jetzt echt nichts merken. Dann kommst du vielleicht erst noch dazu beim nächsten Mal oder so. In Zukunft wird dann ja meine Bezahlung daran gemessen, wie gut ich mir die Sachen gemerkt habe, die Leute bestellt haben und so. Außer ich wechsle gerade irgendwas, aber ich glaube, das war so. Na egal, ich bekomme Können. Habe ich gar nichts gegen. Mal sehen, wann es dann weiter steigt, als nur auf 2 halt. Haben wir das auch mal gesehen, die Arbeitswelt von Persona 5. None of these posts are any good. Everyone's just bitching about their parents or their boyfriends. There ain't even a hint about a new palace. Ich meine, wer weiß, vielleicht haben die auch alle einen Palast, einen sehr, sehr kleinen Palast halt. We can't get everything online. Finding a post with a name and location is asking a lot. Guess we just gotta find one ourselves then. Are you seriously suggesting we look for a target that even the police have overlooked? Yeah, you're right. We should probably just hold off till exams are done with, huh? Und was heißt bitte sogar die Polizei? Kamoshida haben die offensichtlich auch nicht bemerkt. We can wait and see for a little longer, then worry about coming up empty-handed if it happens. Oh. Ha? Besuch? Besuch. This place is off limits, you know. Ja und? Lass uns doch in Ruhe. We'll get out of here once we're done chatting. Anyways, what's Miss Council President want with us? The troublemaker, the center of gossip, and the infamous transfer student. Interesting combination. Great way to start a conversation. Ich weiß noch, wie unsympathisch ich sie damals fand auch und wie sehr ich sie gehasst habe einfach. Ja, hat sich dann irgendwann plötzlich geändert. Ich weiß auch nicht mehr wie. Ich weiß wirklich nicht mehr wie. By the way, und wann und wieso. It seems as though you got to know Mr. Kamoshida pretty well. Ich meine, ein bisschen. Anyone who attends this school would have interacted with him, whether they liked it or not. I heard Mr. Kamoshida used a volleyball team member to spread details of your past record. Don't you hate him? Mr. Kamoshida, I mean. Naja, eigentlich nicht. War okay, war ein netter Typ eigentlich. What's all this about? My friend here is an upstanding guy. I don't mean to offend. Many students have been shaken up by what happened with Mr. Kamoshida. The rumors about that odd calling card-esque posting aren't going away either. I didn't expect someone like you would care about that tactless stuff, Nijima-senpai. I don't know that it was tactless. Anyways, we done here? We can't leave if you keep talking to us. At least try to understand my position, being forced to deal with this horseplay. Horseplay? Ah yes, by the way. It's been decided that this place will be closed off due to the incident. Was hat der denn damit zu tun? I heard some people are coming up here without permission. Welche? I'm sorry to have interrupted. Hier war doch nie jemand oben. Ich verspreche es dir, wir sind hier jeden Tag. Ich habe hier noch nie jemanden gesehen, der hier ohne Erlaubnis hingekommen ist. What was that about? She's on to us. Was? That girl seems rather sharp. We should be cautious of her. She really pisses me off. Talk about a pain in the ass. Ja, damals hat sie mich auch wirklich angepisst, aber eigentlich kann man sie echt nicht übel nehmen. Ich meine, sie wird ja auch dazu gezwungen quasi und erpresst damit, dass, ja, der Ruf ihrer Schwester dann geschädigt wird und so weiter und so fort. Und ich meine, das könnte ja bestimmt die Wege leiten, der Direktor hier, ne? Glaube ich schon. Das erinnert mich. Study hard. Especially you, Ryuji. There are bound to be traps that will need to be solved with brains. Vor allem, weil er ja auch noch irgendwelche Verbindungen mit höheren Menschen hat. Keep in mind that everything you do in your daily lives has an impact on your abilities. Ich weiß, ich arbeite schon dran. True. Studying won't be so bad if we just think of it as helping us prepare to be phantom thieves. I guess you got a point. Oh fuck, stimmt. Wenn jetzt mal die Exams sind, müsste ich bis dahin eigentlich Wissen auf 2 haben, auf jeden Fall.
weil sonst kriege ich automatisch eine schlechtere Note. Auch wenn ich alle Fragen richtig beantworte, oder? Ich glaube schon. Man, oh, fuck. Just so lame. Ich weiß. Fired up about helping people, not about studying. Well, I do have somewhere interesting to show you beforehand. You guys did originally promise to help me out with my mission after all. Huh? Mission? Follow me. Kommt jetzt schon das, was ich denke? Ich glaube schon. Ja, ja, doch. What are you bringing us here for? Just do as I told you. Definitiv, die Treppe sagt alles dazu. All right, I've got the Phantom Aficionado website up. Now what? Look for a post with a full name in it. I already said there's no info on any big shots, don't you remember? But man, people actually go put someone's real name on here. That's some scary shit. You won't listen to what I say. No, wait, there's no name on this one. Someone's badmouthing me in online chat rooms. This one's got a name. Ja, es klingt aber nicht allzu ernsthaft. Ignore those. Aren't there any posts about more serious trouble? I don't know what to do about my ex who's stalking me. His name is Natsuhiko Nakanohara. Das könnte relevanter klingen. It says he's a teller at City Hall. A government worker stalking someone? That should be a suitable target. All right. Now get the meta-nav ready. We're just gonna jump right into a palace? Fine by me. Hey! What happened to all that talk of unanimous decision? What do you think we should do? Ja klar, gehen wir halt. That's what I'm talking about. Okay then, let's go. We need a name and a place, right? So the name is... Actually, we don't need a location this time. Just enter exactly what I say. The key word is... Mementos. Huh? What are you trying to pull? Just listen to me. It should work. I think. Ah, jeez. That again? Mementos, was it? Candidate found. We got a hit? Just as I thought. Ja, Mementos. Ein ganz, ganz toller Ort, den ich euch jetzt das eine Mal ein bisschen zeigen werde. Ich werde es trotzdem sehr, sehr kurz schneiden, aber nie wieder. Nie wieder das Ganze. Everyone disappeared. It kind of feels like I'm walking on air. Is this that Nakanohara guy's palace? That's half right, but half wrong. Oh, mysterious. This is a type of palace, but it's different from the normal ones. Come on, let's head down. The shadows here lurk underground. I don't quite understand why. It may be because they're drawn to something. Underground? How are we going to get there? Über die Treppe neben uns vielleicht? How? You use it every day on your way to school. Follow me. Treppen. Ja, ja, Treppen meint er. Vielleicht auf die U-Bahn. Vielleicht auf die U-Bahn. The hell is this place? Wait, are clothes changed? The shadows know we're here? Since the moment we stepped in. You should have told us! We're still safe right here. I've come to investigate a number of times. Shadows never come up to this floor. But it's a different story once you go down. More importantly, what is this Mementos? It's about time you start explaining. Mementos is... everyone's palace. Dun dun dun, auch unserer? Was haben wir denn getan? Huh? What do you mean, everyone's? A palace as grand as the previous castle only forms when a person's wishes are extremely distorted. So instead of many individual palaces, the general public has one gigantic shared palace. Und scheinbar reichen nicht mal Stalker dazu aus, um einen eigenen Palast zu bekommen. Das heißt, der Anspruch muss schon ziemlich, ziemlich weit oben sein, ne? That's where we are now. Mementos. Offensichtlich. Now that you mention it, this place feels a bit different from Kamoshida's palace. When you say shared, you mean they're all put together? Even though they're just strangers? Think of it as the collective unconscious. No, never mind. You wouldn't understand that. So what you're saying is, using this place, we can even change the hearts of people who don't have a palace? Correct. The steps to do so are slightly different, though. But this place looks pretty huge. Are we gonna be able to get around just by walking? Nope.
It seems the time has finally oh, come. Shit, es kommt wieder, es kommt wieder. Morgana, transform! Fragt nicht, bitte fragt nicht, was jetzt passiert. Genau, das. Come now, Panther. Ladies first. Ich habe so viele Fragen. Ich habe gerade gesagt, frag nicht, aber ich frage die selbst. Ich frage selbst. A car? No way! This comes from the way cognition materializes in the metaverse. It's not dissimilar to how you guys transform. You turning into a car is totally different than our clothes changing. For some reason, cats turning into buses is an extremely widespread cognition among the general public. Die Anspielung habe ich damals nicht verstanden übrigens, bis sie mir jemand in den Kommentaren erklärt hat. Man merkt, ich bin sehr gebildet, was bestimmte Filme angeht, nicht wahr? Ja, 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 auf jeden Fall. Also bitte, versteht es jetzt dank meinem Hinweis darauf. Und wenn nicht, dann googelt danach und findet es heraus, an was es eine Anspielung ist. Why a bus, though? No idea. Wait, why didn't you do this at the castle? Und außerdem will ich es euch hauptsächlich gerade nicht sagen, weil ich Angst habe, dass ich den falschen Film nennen würde. I would have if I could. But that castle was cramped. There were tons of stairs, and no way this fits on top of a chandelier. Hey, Skull! Ladies first! Hey, stop pulling me! No, that's dangerous! Panther, please be gentle! Ich will gar nicht wissen, wie sich das anfühlt, wenn Leute in mir drin sitzen würden. Also, mal jetzt so ganz allgemein. Okay, wir hinterfragen es nicht weiter, bitte, danke. Es reicht. Ja? Ist ja okay, ich fahre ja schon. You can't drive yourself? Do you know how to drive? Nein, also in Spielen bin ich schon Auto. Ich habe keinen Führerschein, ich habe keinen Führerschein. That's what you're worried about? Ja, tu ich. Ich habe doch keine Ahnung. Ich schaff das nicht. Who cares? We're driving a cat car through the metaverse. All right then, we'll leave the driving to you. Na super. Okay, meinetwegen. You can't drive. Ich bin noch nicht mal vorne eingestiegen. Was willst du denn? Jeez, what a pain. Where's the key to this thing? Why would you need a key? There's a switch just down next to the steering wheel. That tickles. Lower. Ew. Ich habe so viele Fragen. Ich will keine Antworten. Ich will keine Antworten, aber ich habe so viele Fragen. Okay, lass es weitermachen, bitte. Okay, bitte können wir einfach anfangen. Ja. Wuhu. Wuhu. Einfach direkt rein, ja. Einfach direkt rein, da. Mann, das fühlt sich hier krass an wie ein Palast. Ja, es wäre schon echt seltsam, in der realen Welt so auf Schienen zu fahren. Aber Nakanoharu ist hier doch irgendwo, oder? Vermutlich in seinem Segment, das er selbst erschaffen hat. Keine Sorge, kleiner als ein Palast. Und sein nächster Schritt ist es, den Eingang zu diesem Segment zu finden. Aber wie sieht dieser Eingang aus? Keine Ahnung, aber starke Verzerrungen müssten ein ziemlich deutlicher visueller Hinweis sein. Also spazieren wir einfach herum und suchen danach. Boah, wie ätzend. Ja, aber ich würde sagen, das... Gucken wir uns dann das beim nächsten Mal an, dann erkläre ich euch auch ein bisschen was dazu und warum ich euch das in Zukunft nicht mehr zeigen werde. Wäre auch recht schnell offensichtlich, würde ich sagen, aber naja. Ich hoffe, soweit hat es euch, hoffe ich es gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.